Entdecke Rhein-Lahn. Leben, arbeiten und genießen im Rhein-Lahn-Kreis. Es gibt ihn noch, den Treffpunkt im Ort, wo man ein bisschen plaudert, sich einen Kaffee gönnt und ganz nebenbei alles für den täglichen Bedarf einkaufen kann. Ein solcher Laden ist Tante Marion. Mitten in Kaub, den Tante Marion Groß im Frühjahr 2018 übernahm. Wir haben dann wirklich den eisernen Besen genommen und sind einmal durchgegangen und haben, denke ich, neuen Wind hier reingebracht, umgestaltet und das Produktpalette ein bisschen erweitert. Einfach auf die Kunden angepasst, was man ja so tun sollte, wenn man sowas anfängt. Die Leute gefragt, was wollt ihr denn? Was fehlt euch denn bisher in dem Laden? Und ja, ich denke, es ist ganz nett, gut und die Auswahl ist auch reichlich. Das Sortiment wurde kräftig durchgewirbelt, auf Kundenwünsche prompt reagiert. Ich habe die Produktpalette auf jeden Fall im Drogeriebereich ein bisschen erweitert. Wir haben mehr Getränke, einfach auch ein größeres Angebot im Getränke. Ich sehe zu, dass ich dreimal die Woche frische Obst- und Gemüsewaren bekomme. Es gab zwar eine Backfiliale hier, aber wir haben dann noch unsere Bäckerei mit dazu genommen. Auch eine sehr angesehene Bäckerei. Das wird total gut angenommen. Wir haben unsere Öffnungszeiten erweitert. Wir sind auch sonntags da. Sonntags morgens sind wir bis um 11 Uhr da. Die Leute können sich noch mit der üblichen Sahne eindecken, die sie für den Erdbeerkuchen vergessen haben. Es wird auch sehr gut angenommen, muss ich sagen. Tante Marion war von Anfang an nicht nur eine Geschäftsidee. Hinter dem Vorhaben steht ein echtes Herzensanliegen. Es war mir also absolut eine Herzensangelegenheit. Es stand halt im Raum, dass dieser Laden geschlossen wird und für immer. Und ich kenne den Laden, seit ich in Kaub wohne, das ist ja fast 40 Jahre. Und der gehört einfach nach Kaub. Die Kunden geben sich die Klinke in die Hand, auch viele Touristen freuen sich über das breite Angebot. Der Laden deckt für Jung und Alt wichtige Bedürfnisse im Ort und wurde gleich von Anfang an bestens angenommen. Dafür sprechen ja auch sehr viele gute Gründe. Ja, das ist ja hier der Treffpunkt. Deshalb kommt man hier in dieses wunderschöne Geschäft, weil es hier wirklich alles gibt. Für einen kleinen Laden im Ort ist das super. Da gibt es frisches Fleisch, da gibt es gefrorenes, da gibt es regionale Sachen. Es ist super. Ich komme von der Höhe hier runter. Frisches Brot, leckeres Brot, alles da. Was will man mehr? Gestern wollte ich eine kleine etwas kaufen und danach wollte ich nach Bäckerei, aber ich sagte, dass sie hier auch schöne Brötchen hatte. Erstens mal ist es ein ganz hübscher Laden und wir sind ganz froh, dass es den noch gibt und ich habe es ganz einfach, ich falle über die Straße, ich habe mein Atelier da drüben. Auch der Bürgermeister schaut gerne mal vorbei. Ihm gefällt natürlich diese toll funktionierende Belebung des Ortskerns. Wir Kaube, ich vor allem als Verantwortlicher, als Stadtbürgermeister, bin ich ganz glücklich, dass das Geschäft hier bleibt. Und man muss also auch sagen, dass es ja noch ausgebaut worden ist. Es ist also verändert worden. Die Räumlichkeiten sind nicht mehr geworden, aber sie sind also entsprechend verändert worden, sodass also das Warenangebot wesentlich größer geworden ist, sodass man also sagen kann, dass man hier wirklich nicht nur sich als Grundnahrungsmittel kaufen kann, sondern weit darüber hinaus. Und auch für größere Abnahmemengen ist Tante Marion zur Freude der Kunden gut gerüstet. Privat sowieso. Und ich hole auch fast meinen gesamten Betriebsbedarf hier. Das fängt mit wöchentlich 25 Kilo Kartoffeln an und noch 5 Kilo Tomate und 12 Stück Butter und so weiter und so fort. Salat, alles was mir so brauche, Waschmittel, alles holen wir hier, bevor ich die 45 Kilometer nach Koblenz oder nach Wiesbaden fahre, habe ich hier vom Kühlhaus bis zu mir ins Kühlhaus 2 Minuten. Das ist die perfekte Kühlkette. Das ist ideal. Neben dem frischen und großen Ladensortiment bietet Tante Marion aber noch weitere wichtige Dienstleistungen. Der Hermes-Paket-Shop wird gerne genutzt und wer nicht mehr gut zu Fuß ist, kann sich die Waren auch einfach nach Hause bringen lassen. Das funktioniert alles so gut, weil sich Tante Marion auf 3 Aushilfskräfte und die Familie verlassen kann. Ich denke, dass wir aus einem Haus kommen. Sieht man. Laden, Treffpunkt, Service Point. Die guten Seiten des Dorflebens werden bei Tante Marion wieder lebendig, angetrieben von dem persönlichen Engagement, dem Herzenswunsch, für die Kunden da zu sein und der Liebe zum Heimatort. Entdecke Rhein-Lahn. Leben, arbeiten und genießen im Rhein-Lahn-Kreis. In Zusammenarbeit mit der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Rhein-Lahn.